Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werden wir versuchen, eine Ananas zu bewurzeln, in der Hoffnung, dass es klappt. Aber ich möchte euch vorher noch mal zeigen, wir haben ja vor kurzem die Mangos vorbereitet, um zum Keimen zu bringen. Da möchte ich euch gerne mal zeigen, was da bisher passiert ist. Sind jetzt wenige Tage und wie man sieht, es ist was passiert. Und das bei beiden. Das freut mich natürlich sehr. Ich denke, dass es noch 2-3 Tage dauert und dann werden wir die auch in den Topf setzen können. Dass sie schön fleißig wachsen. Das freut mich, weil die Bananensamen, die mögen bisher noch nicht so ganz. Leider, aber die Mangos, die freuen sich tatsächlich. So, nun zu der Ananas. Habe ich auch selber noch nie gemacht, ist heute das erste Mal. Ich hoffe, es funktioniert. Wir probieren es einfach jetzt aus. Es gibt welche, die sagen, man kann es hier oben abschneiden. Aber ich habe jetzt eine andere Methode gesehen. Und zwar können wir das hier oben einfach abdrehen. Ganz wichtig ist, hier innen drin ist alles noch schön grün, wie man sieht. Das ist ganz wichtig. Wenn das schon gelb oder trocken ist, dann kann man es nicht mehr verwenden. So, jetzt probieren wir das Ganze mal. Ich hoffe, dass man es gut sehen kann. Und zwar drehen wir das hier oben einfach ab. So. Die lassen wir uns nachher schön schmecken. So, jetzt haben wir das abgedreht. Das hier schneiden wir ab mit dem Fruchtfleisch. Aufpassen, bitte ein scharfes Messer nehmen und bitte auf die Finger aufpassen. Ganz, 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 ganz wichtig. Soll sich keiner verletzen, wenn es irgendjemand nachmacht. So, das haben wir abgeschnitten. Was machen wir als nächstes? Kommen wir ein bisschen näher. Diese Blätter, die müssen wir jetzt abziehen. Geht etwas schwierig. Und das Ganze zeige ich euch jetzt in einem Schnelldurchlauf. Hier ein paar von den Blättern abgemacht, kann man ganz gut sehen. An diesem Stück sollen nachher die Wurzeln rauskommen. Und dazu bereiten wir jetzt mal eine Flasche vor, wo wir das dann ins Wasser setzen. Und auch das zeige ich euch jetzt in einem Schnelldurchlauf. So, die Flasche haben wir abgeschnitten. Lassen hier den kleinen Trichter stehen, weil da setzen wir das nachher genau so rein. Und das werden wir jetzt tun. Dazu nehmen wir wie immer destilliertes Wasser. Einfach einfüllen. Stopp. So, und jetzt müssen wir gucken, weil das Wasser soll wirklich nur ein bisschen näher, wirklich nur so bis hier hin. Also nicht tiefer, wir wollen ja nicht, dass es anfängt zu schimmeln. Deswegen setzen wir das jetzt so rein. Und dann sehen wir ganz gut, wie das Wasser jetzt ist. Jetzt füllen wir den Rest einfach auf. Und ein kleines bisschen zu viel. Wieder ein bisschen raus. Noch ein kleines bisschen raus. So. Jetzt kann man es ganz gut sehen, bis wohin das Wasser gehen soll. Weiter will ich nicht gehen. Und das Ganze stellen wir jetzt auch wieder warm. Ja.
Diese Ananas werden wir, wie gesagt, uns nachher schmecken lassen. Mal gucken, was wir daraus machen. Ich liebe Ananas. Wir werden auf jeden Fall eine Verwendung haben. Und hier drücken wir ganz fest die Daumen, dass es funktioniert. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich konnte euch wieder etwas zeigen, die Pflanzenwelt näher bringen. Es macht jedes Mal wieder Spaß. Ich freue mich immer, ein neues Video zu machen. Werden dann noch einige folgen. Und bitte bleibt gesund. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Like die Videos. Und bis zum nächsten Mal. Euer Bananenschoß Südhessen. Viel Spaß.